So, hallo, wir machen weiter bei Jump 2 und jetzt habe ich ja gesagt, will ich mir ein Level anschauen, was mir Sonne geschickt hat. Nicht geschickt, sondern den Code, von dem sie nicht weiß, wie es geht oder keine Ahnung, was es für ein Level ist, was mich da erwartet. Wir gucken einfach mal, was passiert, wenn ich diesen Code eintippe. Vielleicht geht einfach die Welt unter. Hätte ich dann auch nichts dagegen. Nein, das muss nicht sein. So. The Moon. Ein Versuch von 11. Also, wenn man schafft es. A lava lift takes you to the moon. Okay. Na, gucken wir uns nochmal an, wie es geht. Vielleicht findet was raus. Bisher hat es einer geschafft. Also, wir sind A. Und man darf den Boden nicht verlassen. Jetzt habe ich natürlich nur einen ausgelöst. Ja, das jetzt, ist jetzt klar, dass das Quatsch war. So, geht hier rein. Okay, ich hätte, ja, hätte ich anders machen müssen. Müsste ich sozusagen an der Wand direkt abspringen und dann so bleiben. Dann der Kollege bewegt sich hier rüber. Okay, dann geht's hier in die Röhre. Also soweit alles in Ordnung. Hä? Wo ist jetzt das Problem? Also, dass ich vielleicht einfach nahezu inkompetent bin, richtig? Zack. Will halt jetzt auch noch schnell sein. Das ist das. Ich will jetzt nicht nur schaffen, ich will jetzt auch noch schnell sein. Damit mache ich mir natürlich wieder eigene Probleme. So, du musst hier rüber. Wobei, den brauche ich gar nicht. Ja, easy. Ja, das war's. Ich sehe das Problem jetzt nicht bei dem Level. Aber gut. Das war das Level. Verstehe auch nicht, wo der Lava-Lift jetzt war. Ich meine, da waren die Knochen, aber das ist kein Lava-Lift. Ja, okay. Und das war dieses Level. Gut. Bauen wir uns einfach von unten nach oben wieder hoch? Ich denke ja. Damit wird es losgehen mit Quest Cavern. Okay, bei Rabaros gucken wir wahrscheinlich immer nur kurz rein, je nachdem, wie die Quote ist. Ja. Oh, das hat man schon mal gesehen. Nee, habe ich. Oder? Aber dann wäre doch zumindest so eine weiße Fahne, dass ich es nicht abgeschlossen habe, oder? Ich weiß es gerade nicht, ob das. Wird es nicht angezeigt, wenn man es gespielt hat, aber nicht abgeschlossen hat? Aber ich habe das schon mal gelesen mit den Snowballs. Okay, nee, das haben wir nicht gespielt. So, es gibt also keinen Checkpoint. Ah, verstanden. Kommt jetzt zurück? Vielleicht noch langsamer, noch schwächer? Ja. Oh, und dann ducken. Dann muss ich aber noch einen mitnehmen und dann hier durch. Okay. Okay, wir probieren es weiter. Man hat ja auch genug Zeit, ne? Hier zack, zack und jetzt kommt er zurück.
Dann ducken wir uns hier. Nein! Na egal. Das war nisch. Das war nisch. Ich finde das lustig, wie die Musik erst losgeht, sobald man die kaputt macht. So, als wäre die irgendwie dafür getimed. So. Einfach chillen. Hey, was ist jetzt mit der Musik kaputt? Haben die andere Musik her? Hä? Ich bin komplett verwirrt. Nein! Was muss ich alles tun? Okay, ist das ein Resettor? Ah, cool! Fan. Ja, Moment, aber ich brauche den Pilz. Ja, so viel dazu. Ja, ich komme ja, ich kriege ja den Pilz nicht wieder. Also, das war ja Quatsch. Ah, nee, das ist kein Resettor. Ich brauche die sowieso, weil ich dann an den Piece will. Okay. Verstanden. Das Problem ist, dieses Level hat keinen Exit. Keinen Exit. Keinen Midway Point, weil es eine Zielbedingung hat. Aber ich mag die Idee wieder, ne? Das ist wieder so eine typische Wabaros-Idee, aber die ist cool. Und hier kommt jetzt plötzlich die Mario-Musik dazu. Ich bleibe ganz sachlich, ich werfe nicht mit Schimpfwörtern um mich. Ich musste mich so zusammenreißen, heute nicht ganz viele Menschen zu beleidigen. Diese Leute, die jetzt in Berlin demonstriert haben gegen die Corona-Maßnahmen, fällt mir absolut nichts mehr zu ein. Man kann ja demonstrieren, aber setzt euch eine scheiß Maske auf. Und natürlich ist jetzt hier keine Stelle, wo ich noch einen Ball mehr holen könnte. Weil das wäre ja wieder zu freundliches Level-Design. Ach Mann, ey. Ja, ich verstehe den Gedanken, weil dann müsste man den Ball nicht mitnehmen, aber... So, einfach direkt davor ins Gesicht schmeißen, das Ding. Okay. Das ist dann so die Stelle, an der ich als Zuschauer auch einfach dem Spieler ins Gesicht schlagen möchte, ja? Also wenn ihr mir ins Gesicht schlagen wollt, traut euch, kommt zu mir. So. Mann, 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 ey. Kriegen wir es jetzt hin, nicht gegen dieses Ding da oben zu knallen? Danke. So. Der erste Sprung geht ganz normal, da muss ich nicht mal den hier machen. Das kann ich ganz normal angehen.
ducken. Nach! Hier muss ich dann vielleicht mit Anlauf drüber. Und ich nehme an, wenn ich den hier aufmache, ist da hinten ein P-Switch oder sowas. Ich weiß es nicht. Das Ding ist halt, auch hier ist die Zielbedingung komplett useless. Weil du musst das Level halt sowieso über den ganzen Pilz behalten. Das heißt, er hätte auch einen Checkpoint setzen können. Und dafür die Zielbedingung rausnehmen können. So, es ist einfach nicht... Es ändert am Sinn des Levels an sich überhaupt nichts, wenn du den Checkpoint in die Mitte setzt. Du musst halt dann auch natürlich wieder einen Raum setzen, wo du nochmal an den Pilz rankommen kannst, weil wenn du stirbst, startest du ja am Checkpoint ohne den Pilz. Aber... Ach, jetzt. Aber es ist halt einfach dumm, den Anfang immer wieder neu spielen zu müssen. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein kompletter Vollidiot. Passt auf, warum ich ein Vollidiot bin. Ich muss gar nicht zwei Schneekugeln erstellen. Ich kann ja auch einfach die Kugel selbst nehmen. Dann hätte ich nämlich das Problem gerade nicht gehabt, dass mir die andere Kugel meine wegschießt. Oh, Himmel, hilf! Wie blöd kann man sein? Okay, aber ich habe den Pilz noch. Hier ist tatsächlich jetzt die Resetor nützlich. Oh, der kommt sogar wieder. Egal. Der auch? Nein. Aber der. Was? Ist gar nicht so einfach. Nicht auf dem Ding. Also auf dem... Also, puh. Nehmen wir halt doch eine zweite mit. Besser ist es. Okay, gut. Fortschritt. So. Natürlich. Alter, geh weg. So, ja, Moment, Moment, Moment. Ich habe noch kein P-Switch bekommen, okay. Hier brauche ich jetzt scheinbar wirklich zwei, wie ich es mir gedacht hatte gerade. Okay. Dann machen wir es mal so. Ich bin gespannt. Was? Okay, wie geht das denn da unten? Ach so, wenn ich die auslöse, dann lande ich da. Okay, ja, verstanden. Grundsätzlich verstanden. Das Gute ist, der bleibt hier hängen. So, das ist gut. Würde ich jetzt hier denn die Kugeln rausziehen würde, könnte ich den einfach wegfrühstücken. Also das ist auch nicht das Problem. Und dann hier geht's weiter. Ah, das Level ist halt zu lang, um es ohne Checkpoint zu spielen. Ich probiere es jetzt noch einmal, dann lassen wir es. Ich denke, ich habe meinen Willen gezeigt in dem Level. Aber es ist einfach zu lang.
Das sind coole Ideen, alles super, aber dass es kein Checkpoint gibt, ist Mist. Ist einfach Mist. Nein, wollte ich nicht. So. Chill. Nein! Okay, den muss jetzt irgendwie... Oh, Gottes Willen. Aber das Problem ist, der kommt wie... Kommt der wieder? Ah, ich kann ihn da unten killen. Haha. Dann kommt er doch nicht wieder. Okay. So, hier haben wir das Problem auch verstanden. Mist! Okay, es ist zu lang. Es tut mir leid. Ich möchte es nicht. Es ist zu lang. Es ist einfach zu lang. Wir haben es weit geschafft und ich würde das Level auch schaffen, wenn es Checkpoints gäbe, aber alles am Stück ist einfach Mist. Angry Mountain for Kaomi von ich. Okay. Keine Ahnung, was mich hier erwarten könnte. Ich weiß nur, dass ich nicht Kaomi bin. Aber wahrscheinlich bin ich der Angry Mountain. Gleich. Easy. Na, das freut mich doch, dass das easy ist. Was macht die Tür? Medium. Ach so, das ist die Schwierigkeitsstufe. Verstanden. Wow, ich bin... Hä? Es war komplett rutschig auf einmal. Warum bin ich denn jetzt so abgerutscht? War da Eis? Weil an sich ist das Level ja nicht so rutschig. Achso, und jetzt kann ich hier resetten. Verstanden. Hey, ich verstehe nicht, wo ich da hingehe. Ach so. P-Switch muss auch... Ich dachte, ich muss das alles in der P-Switch-Zeit machen. Wo soll ich das denn wissen? Man muss schnell, das, man muss ja gar nicht schnell sein. Es ist ja jetzt schon vorbei dann praktisch. Super. Jetzt warte ich hier. Okay. Ah, und der macht jetzt Dinge. Okay. Oi, oi, oi. Jetzt? Wait, es ist noch nicht vorbei. Ich kann es noch retten, oder? Hä?
Ach. Okay. Also den Teil habe ich wieder nicht so gecheckt, aber vielleicht kriegen wir den gleich noch raus. Man weiß es nicht. Och nö. Uiuiuiui. Das Dumme ist, dass man immer wieder von oben runterfällt, komplett. Und nicht die einzelnen Stufen, einzelne Räume sind oder so. Und das geht eigentlich klar, das ist nicht das Problem. So, aber das habe ich jetzt nicht verstanden, was ich, wann ich da wie abspringen muss. Was soll ich hier tun? Was soll ich hier tun? Wie soll ich da... Ja, wie? Was? Was willst du von mir? So. Aber ich raff's halt nicht. Ah! Ich denke, ich muss da oben, wo die Springboards sind, drauf, aber keine Ahnung, was das hier ist. Ich raff es nicht. I'm sorry. Ich raff. Okay. Da ich die Sprünge da eben eh nicht hinkriege und wahrscheinlich dann von hart auch wieder runterknalle. Ja, sorry. Das erscheint mir jetzt nicht sonderlich sinnvoll, hier weiterzuspielen. Auch von der Idee her sicherlich cool. Aber irgendwie... Naja. Grüner Daumen von Frank. Haben wir das nicht auch schon mal... Irgendwie... Habe ich das Gefühl, wir haben so die Level schon mal gespielt. Oder gesehen zumindest. Grüner Daumen von Frank habe ich doch schon mal gelesen. Ich bin verwirrt. Haben wir das noch nicht gespielt? Wahrscheinlich noch nicht. Siege alle Piranha-Pflanzen. Nee, das haben wir noch nicht gespielt. Oh, das heißt aber, es gibt keinen Checkpoint. Ja, super. Okay, wir gucken mal weiter. Da gibt's zwei. Da gibt's... Okay, da gibt's einige. Okay, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Okay. Ja, okay, da komme ich jetzt nicht durch. Aber das ist... Oh Gott, dass das natürlich... Scrollt macht die Sache nicht angenehmer. Jetzt eine interessante Frage. Ich habe nicht hingeguckt. Sind die 30 alle? Ja. Oh Gott. Das war nicht, was ich wollte. Jetzt habe ich schon zwei verpasst. Ah, nee. Ja, okay, die hätte ich jetzt auch verpasst. Oh, nee. Oh. Das ist mir zu stressig. Das ist der Part, der ich gebe auf. Level. Aber das ist mir zu stressig gerade. Kann man was Ruhigeres spielen?
This is totally a jungle and not a castle. Okay, Frank, ich glaub dir das. So. Hauptsache, es scrollt nicht mehr. Sage ich halt was anderes. Hauptsache, es gibt einen Checkpoint diesmal, weil es gibt keine Zielbedingung. Er hat also hundertprozentig einen Checkpoint eingebaut. Dass es scrollt, ist bisher nicht sonderlich schlimm. Es ist ein sehr, sehr, sehr angenehmes Scrolling. Das war ein sehr, sehr dummer Sprung. Hier muss ich eh warten, bis die runterkommen. Also bringt mir überhaupt nichts, wenn ich weiter vorne bin. Was? Der Ring, der links war ja fies. Ich habe nur den rechts gesehen und dann hat mich der links abgeschossen. Das war frech. Jetzt muss ich hier wieder warten. Ah. Zu schnell. Aber bei so vielen Leveln, die wir durchschauen müssen, werde ich jetzt nicht mich jeden Part in jedes Level so lange setzen, bis ich es geschafft habe. So, wenn ich das Gefühl habe, das Level könnte zu lange dauern, dann skippe ich es im Moment erstmal. Vielleicht später, aber ihr kennt mich. Das ist dann wahrscheinlich eher nicht der. Oh mein Gott! Ach so, ich muss mich hier aushalten einfach. Ah, verstanden. Ich bin natürlich wieder vorm Checkpoint gestorben. Ist ja klar. Hui. Oh. Okay, der war frech, aber das jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Oha, das ist knapper dadurch, dass man jetzt vom Checkpoint aus startet. Hilfe. Oh, das ist echt knapp. Nein. Ich muss komplett durchrutschen. Und dann kommt der. Oh. Trifft der den Block oder bin ich da safe? Ist die Frage. Aber das ist. Oh, das ist verdammt knapp. Nein. Ja, da darf gar nichts schief gehen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen schneller. Okay, ja, so ist es besser, so ist es angenehmer. Okay, das passt auch. Jetzt weiß ich halt nicht, was. Ah! Das kommt. Das kommt. Zack. Wow. Komplett vorbei. Aber komplett. So. Oh, ich sehe gerade was. Ich bin ja blöd. Da ist ein Pau. Ich dachte, der Pau. Ja, hängt dich daran. Okay. Ich dachte, der Paul ist Deko, aber der hilft mir, die Pflanzen da wegzuräumen. Das dürfte das Ganze nochmal angenehmer machen. Nee, das macht es überhaupt nicht angenehmer. Ich mache so nicht den Paul. Was zur Hölle? Mit dem Paul wird es nur schwieriger. Dass wir den nicht brauchen. Und versteht mich nicht falsch. Die Level, die ich skippe, sind nicht schlecht. Ja, ihr seht es ja selber, dass die nicht schlecht sind.
Die sind sogar sehr gut. Aber halt nichts für mich. Nein! Im Sinne von, dass es zu zeitaufwendig wäre, die zu spielen. Na, auch das Angry Mountain Level sah cool aus und so, aber... Ja. Ich denke mal, das ist halt, es soll halt auch genau das tun, was es tut. Ja, so, jetzt sind wir mal ein Stück weiter. Ah ja. Also, was wir schon mal feststellen, die Dinger unten interessieren überhaupt nicht. Es geht nur um das große Feuer. Und ich darf nicht zu hoch springen. Autsch. Okay. Okay. Ich hoffe, nach der Röhre kommt der nächste Checkpoint. Das wäre mir eine Freude. Oh. Aber auch das ist nicht das große Problem. Checkpoint bitte. Ja! Okay, nice. Ab nach oben. Ah, das Level ist super cool. Das Level ist super cool. Genau solche abschnittsweise Checkpoints sind... Ups. Sind halt das, was dem Schneeball-Level gefehlt hat. Na, die einzelnen Abschnitte sind voll okay und alles, aber nicht alles am Stück. So, wenn ich hier immer wieder von vorne starten müsste, wäre es halt auch Mist. Und es hat halt nicht mal einen sinnvollen Grund. Das war das Problem, was ich hatte. Bei dem Angry Mountain-Level, das soll ja an Getting Over It so ein bisschen erinnern, hat man auch in der Beschreibung gesehen. Da ist klar, oh boy, muss ich schneller sein. Da ist klar, dass man runterfällt und dass es nicht zwischengespeichert wird. So, das ist logisch. Aber bei dem Schneeball-Level hat es halt nicht wirklich einen Grund. Weil, dass man den SMB2-Pilz behalten muss, ja gut, das ist auch so gegeben. Ohne, dass man diese Zielbedingungen einfügen muss. Oh nein, ich hab... Ah, oh, da war der Pfeil nicht und dann habe ich nicht dran gedacht, dass ich durchrutschen muss. Ah, oh, schade. Aber wir waren weit oben, ne? Also das Level kriegen wir auf jeden Fall noch hin in dem Part. Na, das ist jetzt ein Level, das spiele ich natürlich weiter. Weil da habe ich das Gefühl, das kriege ich in akzeptabler Zeit. Oh Gott, das war knapp. Ich bin schon wieder viel zu knapp, ne? Ach Mist. In akzeptabler Zeit hin. Ich muss echt viel schneller hoch. Ich darf hier nirgends lange anhalten oder so. Sondern zack, 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 zack. Jetzt weiß ich nicht, was kommt. Nein! Ich habe mich nicht getraut. Und es war falsch. Ich hätte mich trauen müssen. Oh. Oh. Ärgerlich. Ärgerliche Momente. Oh Gott, was war das denn jetzt für ein Vorsturm?
Oh Gott, ich bin zu langsam, ich bin zu langsam, ich bin zu langsam. Nee, ich krieg's hin. Uiuiuiui. Nice. Nein! Ach, es ist so. Ah, so Hände sind schon ganz schwitzig und alles. Hilfe. Ah, es ist wieder ein aufregendes Level, aber gut. Gutes Level. Gutes Level. Gutes Level. Definitiv. Uff. So, jetzt großen Sprung und jetzt gleich drunter durch. Nice. Bitte Ziel, bitte nicht. Oh Gott, 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 oh Gott. Man weiß dann immer nicht, ist es Troll, muss man stehen bleiben, muss man rennen. Uff. Jus. Jesus. Eieieiei. So. Nice. Immerhin ein Level geschafft heute. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.